So, guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen in der wunderschönen Stadt Berlin. Ich werde euch heute drei Burger zeigen, die ich sehr, sehr kreativ und einzigartig finde. Ein Burger wird dabei sein, der ist schon direkt hier hinter mir. So Raker Smash is pretty special. Und dann zeige ich euch noch einen Burger aus Spanien und ein Patty Melt. Das ist der Plan. Das werden wir heute machen. Mit dabei. Hi. Wie geht's uns? Sehr gut. Wo warst du gerade essen? Goldies. War gut? Ja, war krass. Leute, das Chicken ist wirklich Chicken sehr besser oder Burger besser? Chicken. Mit dabei, wir haben Inferno mit dabei. Der Number One Mod from Twitch. Wie geht's uns? Sehr gut, sehr gut. So, Ladies and Gentlemen, das Wetter in Berlin. 10 von 10, die Laune ist gut. Wie geht's? Gut, ja. Super. Wir waren gestern schon unterwegs und haben mit Osan uns durch sehr, sehr viele Burger getestet. Und deswegen zeige ich euch heute die drei kreativsten meiner Meinung nach und die einfach mal was anderes sind, die ihr dann vielleicht in eurer Stadt auch probieren könnt. Wir starten auch rein mit einem spanischen Burger. Schon mal in Spanien gewesen? Nee. Nee. Warum wart ihr noch nie in Spanien? Andere Länder waren... Schweden, gell? Interessanter, nee, Schweden. War ich auch noch nie. Bist du halb Schwedin? Ich habe schwedische Wurzeln. Sieht man doch. Blond, blaue Augen. Ladies and Gentlemen, Station Nummer 1, Asado Burger. Und wenn ihr natürlich andere probiert habt und sagt, hey, nein, Randy, deine Top 3 ist oder deine kreativen Burger sind nicht so gut, dann schreibt das gerne unten in die Kommentare. Ich bin kritikfähig. Du kritikfähig? Ja. How are you, my guy? Very good, very good. Very good. Thank you. All good. Can I order one perfect burger? Yeah, for sure. Ich will euch das jetzt ganz kurz zeigen. Eigentlich gehe ich da nicht rein. Ich werde jetzt auch nicht bei jedem reingehen. It's getting hot and spicy. Die Männer sind am Acker. He's not gonna be able to have kids after this. Da hinten wird auf jeden Fall gegrillt. Soll ich dahinter gehen oder nicht? You're good. Okay. You're good. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Dieser Burger, das Special Ding daran ist auch, dass sie ein Beef Patty haben und dann Pulled Beef nochmal drauf machen. Und das hier ist dann das Pulled Beef and the Cheese Sauce, right? Yeah. What kind of cheese is this? The cheese. This, okay. Gouda cheese. Gouda cheese? Good German cheese. So this is a garlic mayonnaise, a confit garlic mayonnaise, with garlic mayonnaise. Mixed with some secret spices. Secret spices? I love secret spices. Have you already ordered, guys? Ja, Beef als Beef, Käse und German Pickles. Komm, Ladies first. Boah, war sogar ein starker Biss, ehrlich. Ist okay. Ist okay, der Burger, sagst du? Ist okay. Das ist crazy. Okay, warum ist er nur okay? Findest du den krass? Nee, aber kreativ. Mhm. Ist mal was Neues. Das ist ein kreativer Burger. Es gibt Pulled Beef drauf, ein Patty, das innen rosa ist, was sehr, sehr nice ist. Die Pickles sind geil, der Käse ist nice. Ich würde den immer mit ein bisschen weniger Käse nehmen, weil gestern war das zu viel Käse. Dieser Burger, lecker und hoffentlich in jeder eurer Städte verfügbar. Finde ich sehr geil. Wenn Carlo jetzt noch gleich kommt, würde der den auch noch probieren. Wenn nicht, werde ich den am Ende noch mal mit ihm probieren. Der ist echt lecker. Mach mal so das Lippenstift. Er ist lecker. Kreativ. Ja, ist gut. Ist gut? Mhm. Kann man machen? Mhm. Also jetzt wart ihr auf jeden Fall mal beide in Spanien. Herzlichen Glückwunsch. Claro que sí. Sí, hablo español. Pero solo un poco. Was heißt das? Aber nur ein bisschen. Ja. Sag ich doch. Oder, weißt du, was krass sein soll? Der hier soll krass sein? Hab ich gerade probiert. Und der hier soll angeblich so ein guter Smashburger sein? So. Gib mir Bescheid. Ja, machen wir gleich. Probier die jetzt. Gleich. Wir drehen erstmal eine Runde. Gib mir Bescheid. Wir. Soll ich das jetzt essen? Ja, hab ich auch. Nein, du filmst mich jetzt nicht. Doch. Nein? Kannst du aufhören zu filmen? Hallo? Nein. Ladies and Gentlemen, Carlo ist auf dem Weg. Ja, Bro, wo bist du? Ich muss ganz hintergehen. Ich bin am Standort. Ciao. Schuh, was geht? Alles gut? Alles gut. Herzlich willkommen in der Show, Carlo Colito. Was geht ab? Hi, sehr erfreut. Wie lange waren wir? Bis 5. Das ist eine Lüge. Das ist so eine Lüge. Ich brauche erstmal Wasser. Willst du Wasser? Ja, Mann, bitte. Okay. Danke, Bro. Ich hätte gerne einen Sprudelwasser, bitte. Zwei Stück. Gern zwei. Erstmal ein Wasser, auf jeden Fall. Ey, wie geil war aber November? War gut. War gut? War gut, aber... Am Ende war nur der Toro lecker. Der Toro war das Flashigste, ja, der Rest Toro war ein der gutes Level. Genau, das andere ist gut. Ja, ja, ja. Aber ich will das so Hardline, damit so authentisch. Weißt du, ja, kennst ja, du ja, so ich weiß. Es ist nochmal ein anderes Level. Und bei mir ist so 893. Weißt du, wenn ich Fusion mache, dann 893. Okay, ja, 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 stimmt. Viel Spaß euch. Dankeschön. Okay, Station Nummer 2, Ladies and Gentlemen. Die Crew wird größer, wie im Video, das ihr auch bald sehen werdet. Hast du schon mal frittierte Jalapenos gegessen? Nee, wir gehen jetzt in Schweden, wa? Das ist der Schwede, geil. Ja. Ich zeige hier heute die drei kreativsten, meiner Meinung nach. Ja, ich hoffe, es bleibt drin.
Hello, hello, hello. How you doing? I'm fine. And you? Very good, very good. That's good, that's good, that's good. So Reka Smash is pretty special if you compare to the normal smash burgers. We smashed in different way with the crispy edges, and the cheese is pretty much melting over the meat. And then you have the crunchy caramelized onion and, of course, fried jalapenos. Very nice. No, it sounds great. Fried jalapenos. Fried jalapenos. Donnie? Yes, of course, of course. Better than in Germany. Of course. I mean, hopefully, actually, yeah. Next level? Yes. So it has to be the best? No, 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 no. One extra. Extra patty? No. No, one extra. Burger. Ah. Thank you. Ich hab's auf Instagram gesehen, ich bin heiß, ich bin heiß. Und ich weiß, die Schweden haben ein krasses Burger-Game. Ja, 100-mal krasser als die Deutschen, leider. Fried. Wagwan, boss. Good. Yeah, yeah. Your food truck is the cleanest. Oh, I'ma be honest. So much, really. This one is clean. When it comes to food, no joke about cleaning. Yeah, yeah. So some pickled onions, right? Yeah. And ladies and gentlemen, da haben wir die fried jalapeno. Fried jalapenos. I love to say jalapeno, I know it's wrong. No, no problem. Boah, was sagen wir? Tschüss. Abo. 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 Abo, ja. Boah, Dicker, der sieht giftig aus. Also giftig? Er hat nicht übertrieben mit der anderen Kruste. Das sieht krass aus. One more. Der war krass, gell? Der ist krass. Und die Jalapeno kommt nice. Nicht scharf, aber leicht scharf. Ja, jetzt. Genau, das dauert kurz. Fried Jalapenos. This is how it works in Sweden. You pay one, you get three. Not in Sweden. Okay. They will take every penny, what you can pay. Do you feel that, what I told about? Yeah, yeah. Ah. Yes. I see the crust yes, is different. Yes, yes. Very nice. Yes. Einer der kreativsten Burger, die ich je gegessen habe. 100%. Der ist krass. Der ist krass, gell? Der ist krass. Der Mann hat auch guten Hunger. Weltniveau. Weltniveau. Ja? Auf jeden Fall locker. Die Schärfe kommt auch so hinten geil raus. Genau, es gibt leichte Schärfe. Der Bann ist auf jeden Fall krass. Oder was das ist, ist anders, Dicker. Anders. Ich weiß nicht, was die machen da, die Schweden, aber es ist krass. Also auf jeden Fall die Empfehlung. Wenn ihr zu Champions Burger geht, müsst ihr dieses Ding, muss man probiert haben. Und der ist so heiß, der Burger. What I told about. Man kann ihn auch nicht frischer bekommen als so, gell? Ja. Gefühlt esse ich noch auf der Herdplatte. Genau, genau. So fühlt sich das an. Ich weiß gar nicht, wie man Burger so heiß machen kann. What I told about. Ich habe mich noch nie an einem Burger verbrannt. Nein, ich auch nicht. What I told about. You guys, all of you, great burger. Appreciate you. Yes, that's good. Good. That's good. Der hat richtig Power. Boah. Das ist so wie Butter, gell? Wie Butter. Auch irgendwie kreativ, aber trotzdem simpel. Was mich oft aufregt, ist, wenn die machen so kreative Versionen und es ist kein Burger mehr. Ja, immer noch ein Burger. Voll simpel, aber krass kreativ. Hast du schon mal Jalapenos irgendwo gegessen? Nee, Mann, noch nie. Ich auch nicht. Vor allem die frittieren ja frische. Weißt du, ich dachte, die frittieren die eingelegten, aber die frittieren frische. Ist krass. Hat jemand eine Blondine aus Schweden bestellt? Ja. Thank you. For example, better than most of the burgers. I mean, this is pretty clean and it's, you know, it's creative, but still simple. Yeah, of course, it's burger, of course, but of course. It's very creative. Yeah. On this. So it's a very, very clean thing, a very simple thing. Frittierte Jalapenos, diese Pink Onions, da ist schon sehr detailverliebt, weißt du, also ist irgendwie next level shit. Der Mann hat den Burger gegessen, bevor wir am Platz sind. Gare. Medium rare, yeah. Medium rare, please. Okay. Jetzt bin ich gespannt, was der Mann zu sagen hat. Ist lecker. Hier hast du Servietten. Kann man mal machen. Kann man, muss man mal probiert haben, so auf dem. So einmal im Jahr würde ich mir den holen. Genau nach so einem Abend wie gestern, ne? Ja, ja. Da würde ich in Barcelona leben, einmal im Jahr würde ich mir den holen. Oder in Bristol. Ja, da will ich mich wohnen, Digga. Sache ist, ich habe ihm auch vorher gesagt, mach wenig Käse, weil der Käse, die ballern so viel drauf, da merkst du gar nichts mehr. Ach so, das ist kein, ah doch, das ist ein Fleisch und so ein Kartoffelpüree. Genau. Wie heißen die Kartoffelpuffer? Wahrscheinlich. Wie viel arbeitest du hier? Geh mal, mach mal hier deine Arbeit. Mach mir mal einen Burger fertig, Kollege. Willst du? Probier mal. Ja, probier du. Das Ding ist, ich kann sowieso eine Hälfte essen. Also, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen vor Roundies. Könnte auch mein Laden sein, wenn der Randys heißen würde. Ich mag das Design, das ist irgendwie voll lustig. Wir haben aber eins, drei probiert. Nein. War krass? Ja. Digga, was für ein Biss. High One. Mh. Ja. Und kein Burger mehr. Aber schmeckt. Irgendwie ganz lustig. Schmeckt bayerisch irgendwie, gell?
Also für mich ist das irgendwie holländisch. Ja, da ist auch Rotkohl mit drauf. Also. Vielleicht kommt es nicht ins Video. Ja. Den feiere ich gar nicht. Schmeckt irgendwie lecker, aber ist auch irgendwie komisch. Also wir haben Rotkohl auf dem Burger. Und alles so weich, oder? Alles eine Konsistenz gefühlt. Sie hat deine Mutter zu Hause was ausprobiert. Der könnte ein bisschen knuspriger sein, weißt du? Der ist so ein bisschen zu ölig. Ich habe das Gefühl, ich esse einen Knödel. Ja, irgendwie sowas in die Richtung. Irgendwas im Wasser gekocht. Ja, sowas Weihnachtliches auch. Aber irgendwie lustig. Wir haben hier Standing. Ich mag einfach das ganze Design. Das sieht einfach nett aus. Geil, das sieht nett aus. Das sieht einfach nett aus. Mehr ein Bier? Boah, Bro, auf jeden Fall nicht. Ein Bier? Ja. Welche Bier? Alkohol oder? Nee, ich will dieses Zapf. Okay. Boah, Bro, auf jeden Fall. Es gab so eine Studie, dass 100 Frauen jeden Tag Coke Zero trinken, 5 Kinder mit Down-Syndrom. Station Nummer 3, Ladies and Gentlemen, Paddy Malta. Paddy Melt, japanische Brioche, Prime Beef, Triple G's, Caramelized Onions, Pickles und Dirty Sauce. Ich kenne das ganze Ding. Also, habe ich schon öfter probiert. Smackburger in Moabit, auf jeden Fall. Den hast du noch nicht gegessen? Den habe ich noch gar nicht gegessen. Ah, okay. Noch ein Feierabend. Das ist der Hammer, Alter. Wir kommen eigentlich aus Berlin, wir beide. Ja. Und wir haben den normalen Cheeseburger schon mal probiert, aber der sieht auf jeden Fall ein bisschen anders aus als der hier. Damn, okay. Ja, der ist schon. Da muss man aufpassen, dass es sich auseinanderfällt. Ne? Das ist schon geil. Alter. So weich, ne? Feierlich. Hi. Hi. Ich hätte gerne 2 Patty Melts. Oha, deine Flyer fliegen weg. Fühlst du mich gerade? Ja. Hier unangenehm? Warum? Weiß ich nicht. Danke. Gerne. Wie geht's, Leute? You're good? Good. You're doing good? Ja. Prime Beef. Brioche Bread. Looks amazing. Das ist eigentlich mal eine gute Frage. Warum sagen die japanisches Toastbrot? Herzlich willkommen, Achmed in der Schaufel. Ganz kurze Frage. Warum heißt das eigentlich japanisches Toastbrot? Weil es japanisches Toastbrot ist. Die gebrauchte Prag-Food-Tour. Für die Prag-Food-Tour haben wir, glaube ich, 2 Tage gebraucht. Wenn du da hinfährst und so rausgehst, so, gibt es viele Sachen zu entdecken. Wo? In Prag. Ja, schau dir die Foodtour an. Perfekt. 70. Ja. Ja. Bitteschön, dankeschön. Okay, Ladies and Gentlemen, wir kommen zum letzten Ding hier. Ich bin schon ein Fan von den Patty Melts, weil es einfach mal wieder was anderes ist. Aber ich habe hier rechts neben mir auf jeden Fall jemanden sitzen, der schon ein paar Patty Melts gegessen hat. So sieht er zumindest aus. Was gefällt dir nicht? Der Käse. Okay, Käse. Mit Käse hatte ich kein Problem. Mir sind die Essiggurken zu süß, weil es alles sehr süß ist. Wenn die noch mehr Säure hätten, dann wäre es genau, für salzig, mich... Salzig, Säure. Ne? Genau, dann wären sie für mich on point. Ja. Aber es ist geil mit dem Brot. Doch, der ist geil. Das ist aber doch ein Oschi, ey. Bei dir sieht es auch noch mal größer aus als ich. Der Mann ist nicht so breit gebaut. Da liegt das Ding an, hätte so einen Autoreifen in der Hand. Auch die Pink Onions wären geil von dem anderen. Ladies and Gentlemen, in diesem Sinne, ich hoffe, die kleine Tour hat euch gefallen. Das sind so für mich die 3 kreativsten Burger gewesen, die ich probieren wollte, die ich euch zeigen wollte. In diesem Sinne, danke Carlo, dass du am Start warst. Danke Domi, dass du am Start warst. Danke Lea, dass du am Start warst. Danke Randy, dass du dieses Video produziert hast für uns. Wann kommt dein YouTube-Kanal? In einem Monat geht's los. Checkt die anderen Städte ab, wenn ihr Bock habt, andere Burger aus anderen Städten mal zu testen. We make our own pickles, but here, because German pickles are so good, we bought them. Perfect. So work off a video? Yeah. It's off? Perfect.